So, Leute, und herzlich willkommen zurück zum... warte mal, 17... kann ich rennen? Viertletzten Part von Terminator 3. Und wir gehen jetzt in die vorletzte Stage, nämlich Downtown. Ich geh jetzt gleich rein. Es gibt nichts zu erzählen. Bin nämlich beleidigt. Nein, nicht wirklich. Innenstadt. Über einen von den TECOM-Einheiten freigegebenen Versorgungsweg für Nahrung, Waffen, technische Gerätschaften und Truppen wird die Offensive der Menschen unterstützt. Der Ausgangspunkt dieser Strategie ist immens. So wird immens geschrieben? Dachte ich, mit einem M geschrieben. Immens wichtigen Versorgungslinie liegt mitten in der Stadt, wo die Menschen in zahlreichen Bruteilen kämpfen, gegen die Maschinenbasen und Gebiete einnehmen und bis jetzt halt... Was? Gegen die Maschinen... Basen und einem und bis jetzt halten konnten. Durch aggressive und gut geplante Attacken konnten die Menschen viele Terminatoren vernichten. Aber jetzt werden die Maschinen zurückschlagen, um mit der Vernichtung der Basen die Kontrolle der Menschen über dieses Gebiet ein für alle Mal zu beenden. Terminatoren, muss ich natürlich sagen. Terminatoren, ne? So. Jetzt sind wir wieder TECOM. Und heute wird der Tag sein, an dem ich jetzt endlich mal Arnie nehme, Mann. Das habe ich noch nicht gemacht. Wen nehme ich denn? Ich glaube, der war das, ne? Mit der, genau. Genau. Boah, Downtown ist echt fett. Voll fett, Junge. So. Ah, Trapsbug. Ich vergesse ihn immer wieder. Das ist schlimm. Bis gleich. So. Oh. Fuck. Jetzt habe ich die falsche Knarre genommen. Die wollte ich. Hä? Bin ich jetzt ein Arsch oder was? Ja. Genau. Jawohl. Ups, falscher Knopf. Ja, jetzt kann ich die Waffe nicht wechseln, oder was? Es ist klar, es ist logisch. Wein. Ach Gott. Das ist doof. Jetzt habe ich diese blöde Waffe hier, die ist doof. Wenn man Skelette... Und wenn ich damit ein bisschen cool snipern kann. Das mache ich gleich mal. Hihi. Ah! Oh Gott. Normale Typen brechen sich dabei aber auch die Beine, glaube ich. Oh, jetzt können wir endlich mal die Standwaffen benutzen. Hahaha. Aber jetzt ist hier keiner. Och man. Schießen wir mal, bis sie sich überhitzt. Das habt ihr nämlich noch nicht gesehen. Alter, jetzt reicht's mir. Die Musik ist zu laut. Warte mal. Kann man ja gar nicht leiser stellen. Was ist das denn? Die kann man nicht leiser stellen. Könnt ihr nur rausmachen, wenn ihr wollt. So ist es nicht. Hm. Das ist, ich mache die Musik lautstärke mal ein bisschen runter vielleicht. Hat die auf 100%? Ich mache die mal auf 80 hier. Könnt ihr mich vielleicht auch mal besser hören. Wisst ihr auch endlich mal, wie ich mich anhöre. Und da fällt mir doch ein, ich wollte... Ja. Hey! Stirb! So. Naja, wollte ich nochmal was ausprobieren. Wir haben jetzt 17.50. Bei 17.50 gehe ich mal auf Option. Ob dabei die Zeit vergeht. Es könnte mir sein, dass ich gleich noch einen Anruf kriege. Und dann will ich nicht, dass hier, ne? Währenddessen ich hier 20 Mal sterbe und unser Team verliert. Oh Mist, die Zeit geht dabei vorbei. Das ist ja mies. Ja, werde ich wohl armselig... Ja, ich will hier wieder raus. Werde ich wohl armselig verrecken, wenn ich denn den Anruf kriegen sollte. Na, kann sein, dass ich den auch erst irgendwie irgendwann mal kriege, ne? So. Jetzt gibt's Rache. Obwohl ich auch gar nicht abgeschossen wurde, gibt's Rache. Ja, genau. Und ich steck fest. Das ist gut. Das ist ein guter Start. Jetzt reicht's mir. Warte mal, wie kann man nochmal umsteigen? Wie ging denn... Ah, nein, das war der Sicht. Ach, egal. Fahre ich jetzt so? Da kennt man ja gar nichts. Der ist doof. Ups. Naja. Und so. Ich habe jetzt nicht mal so Bock auf Ballern. Ich will jetzt einfach mal die Gegend hier erforschen. Kann ich da unten... Ist mich voll tot. Mann, nicht wie die andere Waffe. Die war besser. Konnte wenigstens mehrere Schüsse ineinander machen. Wie so eine MG. Also Minigun. Nein, nicht Minigun. Maschinengewehr meine ich. Wie ein MG. Maschinengewehr. Aber. Ja.
Die haben wir schon alle eingenommen hier. Wo seid denn ihr hier? Oh. Dann bin ich damit, dass ich einen Schluck aufkriege. Das fühlt sich nämlich arg so an. Ja. Oh Gott. Warte. Bats. Bats. Guck, guck, wie scheiße die ist, Mann. Jetzt da weg. Feige Sau. Komm her. Bats, Bats. Bachelor. Stimmt, Bachelor. Oh Mann, die ist scheiße. So, jetzt kann ich immer die andere nehmen. Ich hoffe mal nicht, dass es da wirklich jetzt die 100% gleiche ist, weil dann bin ich echt im Arsch und ich nehme eine andere Bombe. Ich nehme mal die. So. Ist cool. Ja, los. Haha, viel besser. Viel besser. So. Oh, das ist so dunkel, ich kann hier gar nichts erkennen, aber ich kann jetzt nachts durch Gerät anmachen. Haha. Wupp, dabei zoomt das ja viel näher dran. Scheiß Nase. Ich muss mal wieder drauf balancieren. Alter. Ich sollte irgendein Adventure-Game als nächstes zocken, aber mache ich ja. Naja, geht so. Ein Jump'n'Run, ne? Asterix und... Oh! Alter. Ja, sowas überlebt man auch. Mal eben so ohne irgendwelche Brüche oder Schäden, ne? Wir sind ein paar Kratzer. Oh, das sieht auch nett aus, so. Ja. Du nervst mich ein bisschen. Boop. Boop. Das war jetzt ein bisschen unbeabsichtigt. Aber die Musik ist wieder so laut, ihr könnt mich wahrscheinlich wieder gar nicht hören. Aber die Musik kann man ja nicht leiser stellen. Ah, sie hat aufgehört. Huch. Was bist du? Nee, du bist ein Mensch. Ein Mannekicken. Wie der liebe Alex alias Anna Ranger 1000 immer zu sagen pflegte. Du hast mich angeguckt. Stirb. Zack. Hä? Ach da. Hä? So, mal gucken, ob es Arnie schon gibt. Nee, leider nicht. Der war nämlich... Lass mich überlegen. Ja, genau. Der war ne... Jetzt habe ich natürlich die falsche Basis ausgewählt. Oh, ich bin so ein dummes Kind. Ich kann dieses Spiel einfach nicht zocken. Es ist wahr. Ich bin nicht so der Shooter. King. Noch wenn ich Unreal schon zweimal durchgezockt habe. Das ist mir aber egal, weil Unreal ist geil. Unreal ist einfach nur ein episches Spiel. Oh geil, dann haben die auch die Dinger hier. Die Anvisier-Dinger, du da, ne? Weiß schon. Weiß schon, was ich meine. Oh Mann. Genau, Leon, sterb erstmal. So. Wir haben schon alle Basen, genau, Basen heißt es eingenommen. Das finde ich sehr cool. Oh Mann, diese scheiß Musik und ich kann sie nicht leiser machen. Ach, der hat die aufgehört. Brauchen echt viel Schüsse. Aber das spawnen die doch jetzt. Du da meine Kicken. Das ist nicht schlau hier hoch zu gehen, aber ich mach's selber. Oh, ich bleib hier unten. Ha! Nein, ich darf nicht sterben! Ich darf nicht sterben! Oh, muss genau unten stehen bleiben. Genau unten stehen bleiben. Ich brauche gar nicht hochgehen. Ich brauche es gar nicht zu tun. Ja, geschafft. Ja. Schon zwei. Ich merke, ich spreche mit einer extrem kratzigen Stimme. Das muss ich mir abgewöhnen. Nicht so komisch hier. Richtig sauber sprechen. Das kann ich doch. Ich... Mann! Jetzt hänge ich hier in so einem blöden Blumenbeet fest. Genau. Oh, ich bin runtergefallen! Oh Gott. Wie mehr. Ich bin noch gar nicht gelaufen dabei. Naja, wahrscheinlich eben beim Ranzoomen ist das noch so ein bisschen... So ein kleiner Schritt gegangen ist das nur, oder? Kann schon ausschlaggebend sein. Ich mag das Nachtsichtgerät, das ist cool. Und die Musik ist schon wieder so laut! Wenn ich laut spreche, geht es nämlich immer danach aus. Schon wieder.
Wie geil ist das denn? Immer wenn ich dann, wenn die Musik angeht und ich laut spreche, geht sie wieder aus. Ist ja eigentlich ganz praktisch. Liegen wir vorne? Ja. Das ist gut. Und der Part ist gleich vorbei. Und oh, ist das hier hell drin, ey. Ah, das tut ja weh. Au! Au! Der Dampf ist auch sehr... Obwohl, das geht eigentlich. Das ist ganz gut gemacht, der Dampf. Aber müsst ihr nicht so bald... So bald. Müsst ihr endlich mal so langsam aufhören. Und ich glaube, ich muss gleich mal niesen. Ach, sie! Oh! Oh, der hat sie auch gerne gehört. Oh. Ach, die Dinger kann dann, glaube ich, die Terminator einsteigen. Ich spreche wieder so kratzig. Der Bachelor! Upsala. Da, wow! Alter, was war denn das? Hier wäre so ein paar epische Momente immer, ne? Da will ich mir gerade alle regeln, mich um, wir Danke sagen und wutsch, er fetzt mal eben so weg. Ey, was? Wow! Wow, viel zu nah! Gibt's jetzt Ani. Ich komme wieder, sag ich in diesen Situationen nur. Nee, Ani mit der Minigun, das ist doch... Jetzt gibt's auf die Rübe. Ich finde, Ani ist gar nicht so schlecht gemacht, ne? Oder? Auf dem... Hä? Was? Oh, scheiße, die wurde von denen eingenommen. Genau. Und auf dem... Warte mal... auf der CD-Hülle, die hier gerade neben liegt. Ich muss mal eben... Da sieht der viel billiger drauf aus. Der sieht irgendwie so ganz komisch aus. Aber da hat er auch die Minigun. Das ist doch mal was. Oh! Ich bin wieder sehr aggressiv, merke ich. In diesem Part. In diesem Teil hier. Oh, ich muss den Part beenden. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir mit dem Terminator... Aber ich will... Ups. Ja. Ich will endlich mal... Ja, gut. Ich will endlich mal hier nicht diesen Rotsicht haben. Ich habe mal irgendein Video gesehen, hatte das nicht. Diese Rotsucht hier. Das ist... ein bisschen merkwürdig. Nein, ich sag jetzt nicht stirb. Ich sag's jetzt lieber nicht. Nimm die Basis noch eben ein und dann ist der Part auch schon vorbei. Und die Musik ist so laut und sie hört dann gleich wieder auf, wenn ich so laut rede. Doch nicht. Sie hört nicht auf. Ich muss hier rauf. Oh, spring da rauf, Ani. Arnold. Spring halt dein Leben. Ach Gott. Okay. Die Musik ist aus. Ich bring mal eben ins Feuer. Gucken, ob mir das Leben abzieht. Nein, anscheinend nicht. Und dann sehen wir uns im nächsten Part mit einem Getümmel wieder. Okay, bis gleich.